Yo Boys, wir sind hier auf Pirate Swap, wo du deine Kackskins in geile Skins austauschen kannst. Du kannst aber auch Balance benutzen und wenn du Balance aufladen möchtest mit Echtgeld, dann kriegst du 35% mehr mit dem Code CRONY. Deswegen, tauscht eure Kackskins in geile Skins und haut rein, viel Spaß beim Video. Yo, wunderschönen guten Batman, schönen Spritzer, CRONY ist hier am Start und ja Mates, wir sind jetzt zurück auf Keytrop. Ordentlich am Profit machen aktuell, wir versuchen es erstmal mit dem Upgrader. Hat er die letzten, nee doch nicht. Ich habe gedacht, ich habe ein paar kleinere Skins drin. Wir versuchen es doch noch nicht mit dem Upgrader. Wir verkaufen erstmal ein paar Skins und versuchen es dann vielleicht später nochmal mit dem Upgrader. Okay, so. Da machen wir erstmal ein paar normale Kisten auf. Ich habe gerade, dadurch, dass die Trennung, dass wir ja nur alle 2 Wochen die Autos tauschen, habe ich mir jetzt ein Auto geholt. Echt cool, so ein BMW X2 niegelnagelneu. Aber halt nur kurzzeitig, weil ich halt schnell ein Auto gebraucht habe und es war auch sehr viel Glück. Ich habe eigentlich einen Mazda 6 oder so gemietet, das günstigste, was es gab. Und das war nicht mehr auf Lager, deswegen habe ich so ein hartes Upgrade gekriegt und habe jetzt halt einen X2 mit M-Paket und allem drum und dran, richtig Hightech-Auto. Ist natürlich cool für den Preis von dem Mazda 6, aber ich muss sagen, für den Preis, was das Auto neu kosten würde, würde ich mir, glaube ich, kein BMW X2 holen. Technik und so weiter, okay, cool. Ich finde die BMW zu bedienen nicht so nice wie jetzt andere Autos irgendwie. Ich finde es auch, ja, weiß auch nicht, also für den Preis, du hast keinen wirklichen SUV, du hast aber auch nicht wirklich die Power wie bei einem Kombi oder bei einem Limousine oder so. Ist irgendwie so ein Zwischending, du hast ein bisschen Power und ein bisschen SUV, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so nichts Ganzes und nichts Halbes. Was mache ich denn jetzt hier auf, Mann? Ein paar coole Kisten, so um die 20, 30 Dollar. Ja doch, das ist cool, das ist cool und das ist cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr BMW im Allgemeinen findet. Ich muss sagen, Interieur und so wirklich wunderschön. Von außen gefällt es mir nicht ganz so gut. Je nachdem, welcher BMW natürlich. Gibt es auch welche, die sehen geisteskrank geil aus. Aber der X2 gefällt mir zum Beispiel nicht so gut. Sieht einfach zu abgespaced aus dafür, dass es nur so ein Mini-SUV ist. Aber von innen drin wirklich wunderschönes Auto. Wunderschönes Auto. Okay, wir haben auch keinen Loser-Wins gemacht, sondern einfach Winner-Wins. Videos sind durch die stressige Zeit gerade natürlich auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gebt mir aber Mühe, dass jetzt wirklich daily wieder was kommt. Dass ich auch mal ein bisschen vorproduzieren kann in der Zeit, wo ich die Kids nicht habe. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Mal gucken, wie weit es funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es funktioniert, weil Videos machen mir natürlich noch Spaß. Einfach, och nee, Digi. Also nicht dieses Case-Opening an sich, was mir jetzt noch so wahnsinnig Spaß macht nach so vielen Jahren, sondern einfach diese Kommunikation mit euch, wenn mich irgendwas beschäftigt oder wenn ich irgendwas erlebt habe am Tag, egal ob cool oder schlecht, dass man das einfach so podcastmäßig ein bisschen rausplaudern kann und im Hintergrund halt einfach ein paar Kisten öffnen. Was natürlich finanziell gut ist, dieses Kisten öffnen, aber der Spaß, wie gesagt, bringt mir eher so dieses Podcast-Feeling. Würde ich mich auch absolut sehen, da einfach Podcasts zu machen. Aber kann ich ja quasi machen, in Kombination mit noch ein bisschen Geld verdienen durch Kisten aufmachen, was ja jetzt auch nicht kacke ist oder langweilig ist oder wie auch immer. Yo, all it takes is one spin. Ja, oder halt auch nicht. Oder halt auch doch. Oder halt auch doch, 666, lecker. Schmeckity schmeck schmeckt. Machen wir doch direkt nochmal so. Gibt es doch gar nichts auszusetzen. Selbst wenn wir das verlieren, haben wir plus minus 0. Und wir haben ein paar kleinere Skins, um nochmal Upgrades ordentlich zu zimmern. Deswegen ist es doch gar nicht so übel. Ja, gleicher Skin gezogen, okay. Das ist hier auch erstmal mein... Der Pull aufmachen, das vierte heute. Schmeckt. Ah, Kavulkan Battles Guard, 100 Dollar. Boah. Sehr teuer geworden, aber auch einer der geilsten Skins. Nur leider halt nicht im Battles Guard, so viel testet. Abfield-testet aufwärts, absolut geil. Oh, lecker. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Schmeckt auch, dass der rechte noch was gezogen hat. Also nur solange er nicht noch mehr zieht und mich dann abzieht. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Vielleicht hebe ich mir die Skins jetzt aber auch auf und mache beim nächsten Mal dafür dann halt Upgrades. Ich glaube, so machen wir es. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was eure Meinung ist zu den Auto. Ich bin auch noch weiter am überlegen, ob ich mir jetzt vielleicht doch einen Tesla hole.
Was da weitere Gedanken sind, würde ich nächstes Video nochmal anschneiden. Das ist, das braucht nochmal ein bisschen Platz und ein bisschen Raum, dieses Thema. Tim, Tim, Tim. Jetzt nichts mehr verkacken, bitte. Bitte ist nicht die letzte Kiste, jemand anders gewinnt. Nein, Digga. Oh. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bisschen Plus haben wir gemacht. Und bis bei der Welt.